Boah. Also über was ich froh bin, ist, dass die Creeper jetzt wirklich nur noch in einem wirklichen Umfeld explodieren. Früher war das so, dass wenn man die einfach mal angetippt hat, gleich zu zischen angefangen haben. Ist ja jetzt nicht mehr so. Fängt jetzt nur noch zu zischen an, wenn sie wirklich vor einem sind. So eine Erneuerung in 1.0, die mich dann doch wieder erfreut, wenn man mal von den anderen absieht, aber okay. Um jetzt Glas zu sparen, beziehungsweise wir hätten es ja eigentlich vom Sand her, wäre kein Problem, aber da die Lage hier etwas sandlos erscheint, außer vielleicht da unten mit den Tintenfischen, bin ich jetzt einfach mal da. Boah, das ist der nächste. Der kann uns zum Glück nichts mehr tun. Hey, ich spring auch mal so wie der. Ja, ich kann auch springen. Und er gibt mir sogar was. Dieses Gunpowder hier ist wieder eines der klassischen Decks. Boah, das gibt's doch nicht. Wer ist denn hier überall da? Nein! Nein, nein, nein! Naja. In dem Fall Dreck, den ich hier wieder aufsammle. Da hat die Musik gerade super dazu gepasst. Aber gut, gut, gut. Ich hoffe mal, das war's jetzt für heute mit den Creepern. Hat er mir so ein. Na, zum Glück habe ich dann nicht mein Haus hingebaut, beziehungsweise Holz hin an sich hingebaut, sonst wäre das jetzt auch wieder weg. Naja. Gut, wo war ich? Genau, um Glas zu sparen, an sich hätten wir es ja noch am Glas, muss wieder runter, bin ich einfach mal dafür, dass wir diese halben Glasdinger dahin bauen, obwohl die jetzt nicht wirklich toll aussehen. Ich gebe es zu. Ich baue auch relativ am Anfang, wenn ich mit einer Welt anfange und noch nicht so viel habe, baue ich auch viel mit diesen halben Dingern, aber dann geht's doch über zu den Standardgläsern, die man halt so kennt, also diese Vierecke, diese die üblichen Items halt, die üblichen Bauklötze. Aber ich mache jetzt hier einfach mal mit den halben Dingern weiter. Wir können es dann später aber noch abreißen und dann ersetzen. Nur, dass wir wirklich mal einen Schutz haben gegen diese Viecher. Und dann passt die Sache auch wieder. Weil so ganz ohne Schutz dazustehen ist doch etwas, naja. So, da können wir uns dann noch so einen kleinen Balkon rausbauen, der dann auf Stelzen steht. Ach ja, das wird ganz nett, habe ich das Gefühl. Es ist Tag. Es ist Tag. Ja, es ist Tag. Und deswegen werden wir uns jetzt mal auf die Suche nach Wolle begeben. Ich war aktuell vor der Nacht auf der anderen Seite. Deswegen werde ich jetzt einfach mal in die Richtung gehen. Und auf die Suche nach Schafen. Oder Ausschau nach Schafen halten. Und wenn uns dann nebenbei noch ein Schwein begegnet. Kühe haben wir jetzt zu Genüge, sehe ich hier gerade. Dann können wir das auch gleich noch zwecks Rationierung mitnehmen. Es ist eine Rationierung, die wir so brauchen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier relativ schnell auf Wölfe treffen, weil wir hier nah an der Küste sind und es ein dichter Wald ist, eine Waldregion oder ein Waldbiom, meines Wissens nach. Oder heißen die Waldbiome? Ich glaube schon. Was wollte ich sagen? Ja, genau, wir werden relativ schnell auf Wölfe treffen. Oh Mann. Und wenn wir uns. Wir haben, glaube ich, schon Knochen. Ja, drei Knochen haben wir. Und da können wir uns dann auch gleich ein Haustier zulegen, das dann vor Gefahren beschützen wird. Da sind übrigens wieder Schweine, aber keine Schafe. Also auf meiner Welt, die ich ab 1.0 angefangen habe, Singleplayer-mäßig, ja, ihr wisst ja, ich habe Welten ohne Ende, habe ich ja schon erwähnt, habe ich mir schon relativ einen relativ großen Wollevorrat angelegt, weil da wirklich an jedem Eck irgendwelche Schafe rumgammeln. Das sind übrigens diese schönen, wie heißen sie denn, Lianen, mit der ich auch meine Brücke designt habe. Muss ich auch mal zeigen. Ist allerdings auf dem Server drauf. Von dem her werde ich wahrscheinlich auch mit großer Sicherheit mal so ein kleines Video über den Server drauf machen. Ist aber allerdings kein öffentlicher Server, also da werdet ihr nicht drauf kommen. Kann ich an der Stelle gleich mal sagen. Ich könnte es eigentlich jetzt gleich mal sagen. Ich sage immer, ich könnte es euch. Ich kann. Oh. Ich kann es auch mal sagen, aber dabei habe ich ja die Zeit aller Welt. Und zwar, wir haben ja schon oft versucht, also wir im Sinne von ich und noch andere Personen, Minecraft-Server public zu machen. Was heißt public zu machen? Öffentliche Anmeldungen und so weiter. War noch relativ voll, also ich kann mich nicht beklagen, dass wir keine Leute hätten, die mitgespielt haben. Nur war relativ schnell das Problem,
eben da mit den ganzen Mods, weil wir natürlich Mods brauchten zu administrativen Zwecken, wegen Griefing und so weiter. Es gibt so, dass hier kein Schaf rumläuft. Die dann eben auch bei, so als kleine Anmerkung, die dann natürlich bei jedem neuen Minecraft-Update wieder geupdatet werden mussten und so weiter. Also ihr kennt es ja. Also jeder, der mal einen Server aufgesetzt hat und Mods am Laufen hat oder Plugins am Laufen hat, der weiß, wie es ungefähr ist. Und deswegen haben wir es dann letztendlich aufgegeben mit dem Ganzen und uns einfach nur einen Server für uns, für eine bestimmte Anzahl an Personen, die sie auch untereinander kennen, aufgesetzt, und das ist der aktuell. Keinen Public Server mehr. Hat jetzt nichts mit euch zu tun, sondern weil wir einfach dadurch dann A, die Gewissheit haben, hier sieht es übrigens auch schön aus, nur mal so angemerkt, weil wir eben A, die Gewissheit haben, ja, wer was anstellt, der, oder wenn jemand was anstellt, wissen wir, in welchem Kreis wir da nachforschen müssen und den dann dementsprechend von der Whitelist nehmen. Und andererseits, bei diesem Vanilla-Server hat man da keine Befürchtungen bezüglich irgendwelchen Downtimes von Plugins. Ist halt der Vorteil. Die Map kann man natürlich irgendwann mal zum Download stellen, klar, aber noch nicht so schnell. Ich hab's auch nicht vor. Sag mal, gibt es das, dass hier nirgendwo Schafe rumfliegen? Es wäre mir natürlich neu, dass Schafe fliegen könnten, aber hier muss es doch irgendwo ein Schaf geben. Oder gibt es da inzwischen irgendwelche speziellen Voraussetzungen dafür, wie der Boden geschaffen sein muss oder wie generell das Klima sein muss? Okay, hier haben wir ja ein ziemliches Bergklima hier. dass das Schafe kommen oder... Bah, warum kommen hier keine Schafe zum Vorschein? Es ist ja nicht zu fassen. Schweine und Kühe haben wir genügend, wovon ich übrigens bei meiner Welt, um jetzt wieder drauf zurückzukommen, was ich da nicht unbedingt behaupten kann. Aber es gibt's auch nicht, dass hier keine Schafe sind. Also so viele Schweine wie hier sind, habe ich bei mir Schafe. Ganz ehrlich. Das aktuelle Liedchen im Hintergrund hört sich etwas komisch an. Weswegen ich auch einfach mal weitergehen werde zu einem anderen Lied. Irgendwas mit Helgas habe ich gelesen. Ich habe auch nicht weiterlesen können, weil der Titel verdeckt war. Helgas Amp und Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Titel heißt. Von Zero... Nein, von Chernobyl Retrospective. Meine Güte. Meines Wissens nach... Oder ist es von Zero Page? Ich weiß es nicht. Also ich habe ja, unendlich viel Creative Commons Musik drauf. Und da ist ein Meteor eingeschlagen. Und da kommt man schon langsam mit den Interpreten durcheinander. Vor allem, wenn man so viele hat. Aber naja, ich bin ja selber schuld, wenn ich so viele drauf habe. Okay, wir nehmen jetzt ungefähr eine Stunde auf, habe ich das Gefühl. Wenn ich mal so auf die Uhr schaue, jetzt haben wir 17.20 Uhr. Um 16.20 Uhr habe ich, glaube ich, aufgenommen. Kann sein. Glaube ich zumindest. Und wir haben im Prinzip nichts geschafft. Ist so ein Punkt, der mich früher auch etwas genervt hat, dass ich einfach 50 Folgen lang, okay, so viele Folgen gab es nie, aber dass ich einfach die ganze Zeit Folgen rausgebracht habe, in denen nichts geschafft worden ist. Also meines Erachtens auch nichts wirklich geschafft worden ist. Etwas schade, aber okay. Ein Ei. Wenn wir uns einen Kuchen machen für GLaDOS, brauchen wir ein Ei. Obwohl ja das Ganze eine Lüge ist. The cake is a lie. Wer sich daran erinnern kann. Andersrum, wer sich nicht an diesen Spruch erinnern kann, der hat einiges verpasst. Da dürfte unser Haus sein. Ja, also verlaufen haben wir uns nicht. Aber es gibt keine Schafe. Es gibt keine Schafe. Ich habe nur gerade geschaut, ob wir noch Fleisch haben, weil uns nämlich der Hunger schon wieder so langsam auf den Plan ruft. Vielleicht könnt ihr mir ja wirklich mal die Voraussetzungen dafür sagen, ob es überhaupt welche gibt. Oder stelle ich mich einfach nur zu dumm an zum Suchen? Weil es kann es doch wirklich nicht sein, dass wir kein einziges Schaf haben. Schweine zum Schweinefüttern und Kühe, die auch nicht gerade wenig sind hier auf dem Planeten. Aber mit Schafen hat's, glaube ich, nicht so ganz geklappt. Hm.
Ja, genau, da könnte ich auch heulen. Naja, es hat jetzt auch eigentlich keinen wirklich großen Sinn, wenn ich jetzt hier die halbe oder fünf Folgen lang nur rumlaufe. Hat, glaube ich, auch keine Lust dazu. Übrigens, wenn es langweilig wird, auch einfach schreiben. Ja. Ist auch so ein Punkt. Also, ich bin ja dafür, dass wir wirklich Creeper Nummer 3 oder 4 oder 5, je nachdem, wie wir das haben. Wenn es euch einfach zu langweilig ist, dann schreibt es mir. Ich bin eigentlich auch einer, der wirklich alles on screen machen will.